Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse an einem Tag, an dem in einigen Regionen die Sternsinger unterwegs sind, um nach altem Brauch die Buchstaben C, M und B an oder über die Haustüre zu schreiben. Die Erinnerung an die heiligen drei Könige ist auch eine Erinnerung an Frieden auf der Welt. Leider aber ist die Lage nicht so friedlich. Das macht sich in vielfältiger Art und Weise bemerkbar, politisch, aber auch wirtschaftlich. Am Finanzmarkt stehen die Zeichen überwiegend auf Rot. Luftfahrt, Mobilität, Chemie, das sind die Branchen, die viel Energie und Schmierstoffe wie Öl benötigen. Und gerade der Ölpreis steigt mit jeder Drohung zwischen den USA und dem Iran an. Aktuell sind es 69 US-Dollar, zeitweise waren es heute auch mal über 70 Dollar pro Fass. Und solche Drohungen gibt es derzeit täglich. Die Krise im Nahen und Mittleren Osten ist nicht nur in aller Munde, sie belastet nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche. Und ist auch eine Belastung für die exportabhängige deutsche Wirtschaft. Zwar sind die Investitionen hiesiger Unternehmen weder im Irak noch im Iran besonders hoch, aber die Auswirkungen sind über die Unsicherheiten zu spüren, die weltweit zutage treten. Unsicherheit ist in vielen Bereichen des Lebens schlecht, auch am Finanzmarkt. Dort finden aber viele eine Beruhigung in der Krisenwährung schlechthin, Gold. Und so steigt der Preis für das Edelmetall weiter an. Eine Feinunze Gold, das sind etwas mehr als 31 Gramm, kostet 1.571 US-Dollar, was 1.405 Euro entspricht. Damit kostet Gold so viel wie zuletzt im Jahr 2013. Allein im vergangenen Jahr stieg der Goldpreis um 21%. Und in Krisenzeiten wie diesen könnte es noch weiter nach oben gehen. Der Rekord von 1.920 Dollar aber ist noch etwas entfernt. Es wird von der Rhetorik und vor allen Dingen von den Taten der kommenden Tage und Wochen abhängen, wie weit sich der Preis weiterentwickelt. Und was für den Goldpreis gilt, das gilt auch für die Entwicklung der Kurse von Unternehmen an der Börse. Zunehmende Spannungen und Sorgen lassen die Werte purzeln. Erfolgreiche diplomatische Bemühungen stabilisieren zumindest. Das Leitbarometer heute mit 0,7% im Minus bei 13.127 Punkten. Sorgenfalten dominieren am Finanzmarkt trotz allem. Ihnen einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns zusehen.